Das Mittel, mein Päckchen, ist erst um 4 Uhr angekommen, 4 Uhr nachmittags. Und jetzt sehe ich erst, wie schlimm es ist. Schaut euch das an. Da sind überall Milben. Da oben auch. Da überall. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother... Das Schlimme ist, ich habe da kaum Platz, überall hinzukommen. Also diesen Stall komplett einzusprühen. Hier auch. Überall sind die. Das wird eine Riesenaktion. Gespannt, ob man das sieht hier. Ob man das am Bildschirm sieht nachher. Gut. Das Erste, das ich in der Früh mache, ist aus dem Fenster schauen und nachgucken. Das sehe ich schon von oben, ob die Küken noch leben. Auch wenn Lena mit ihnen draußen in der geschlossenen Voliere schläft, in die niemand reinkommen kann, kein Feind, sind die ersten Wochen im Leben der Küken die Zeit, in der sie am empfindlichsten sind. Und zu dem Zeitpunkt, an dem ich diese Aufnahmen gedreht habe, war der Milbenbefall am stärksten. Ich habe vorhin nachgeschaut. Calimero ist nur einen Tag älter als Fanny, ist ein ganzes Stück größer. Sie frisst aber auch nicht so viel wie ihr. Sie ist am 13. Mai geboren und Calimero am 12. Gut, dass ich mir das aufgeschrieben habe. Jetzt wüsste ich das nicht mehr. Calimero hat eine gelbe Beule auf dem Rücken, die seitlich zum unteren Brustende übergeht. Warum, weiß ich noch nicht. Er ist ansonsten fit. Ich warte noch auf den Rückruf der Tierärztin. Gestern gegen 4 ist das Paket endlich angekommen. Darin das Kieselgur, das sich zur Milbenbekämpfung, das wirksam ist, auch gegen die rote Vogelmilbe, die ich auch zusammen mit der allgemeinen Vogelmilbe hatte. Und einem Punktzerstäuber, den man für die Verteilung des Pulvers braucht. Da ist das Pulver schon daneben. Obwohl das I-Bio überflüssig ist, weil das ist ein Bioprodukt. Das finde ich jetzt trotzdem nicht schön. Da kommt einem das ganze Pulver entgegen. Hier ist alles in Ordnung. Aber auf der rechten Seite... Da ist schon die Hälfte draußen, das ist ja... Jeder hat so seine Macken und bei mir ist es so, wenn ich nur lese, dass etwas die Augen reizt, dann gehe ich lieber auf Nummer extrem sicher. Deswegen die Taucherbrille. Zum Schutz gegen die Milben, die auf mich draufspringen, habe ich mich komplett mit Olivenöl jetzt eingerieben. Jetzt den kompletten Stall ausmisten, mache ich zitter. Ich finde es so eklig. Okay, ich gebe zu, ich bin mit solchen Sachen leicht hysterisch. Boah, ich sag's euch, es kribbelt schon. Obwohl ich mich eingeölt habe, komplett. Die Haare, den ganzen Körper. Oh, das ist so eklig. Oh. Ausmisten Teil 1. Schon mal geschafft. Überall in allen Ecken. Alles wegkehren. Oh, das kribbelt. Das ist super. Oh. Ausmisten Teil 1. Schon mal geschafft. Überall in allen Ecken. Alles wegkehren. Oh, das kribbelt. Das ist super. Mal schauen, eine halbe Stunde später. Oh. Es ist ein bisschen besser. Diese Feinpartikel sollte man eben, solange sie in der Luft schweben, nicht in die Augen bekommen und nicht einatmen. Da es die Augen und die Atemwege in dieser Phase, während es so herumschwebt, reizen kann. Und es wirkt aber, wie schon gesagt, rein mechanisch und nicht chemisch.
Denn im Grunde genommen ist Kieselgur nichts anderes als zu feinem Mehl gemahlenen Kieselsteinen. Es ist im Grunde ein absolut biologisches Produkt. Trotzdem, wie gesagt, man muss es nicht so übertreiben wie ich, aber eine Schutzbrille und eine Feinstaubmaske sind unbedingt notwendig. Es gibt verschiedene Firmen, die Kieselgur vertreiben. Und um auf Nummer sicher zu gehen, dass es auch das richtige Kieselgur gegen Hühnermilben ist, ist es am besten, man kauft es bei einer Firma, die das auch für Hühner anbietet. Denn ich habe gelesen, es sollte nicht zu grob gemahlen sein. Denn wenn es zu grob gemahlen ist, ist die optimale Wirkung nicht mehr gewährleistet. Und jetzt, sorry, Video hin, Video her, ich habe mir die greiseligsten Klamotten angezogen, die ich nur finden konnte. Zum Teil Malerklamotten und so weiter, weil eben, wenn man sich gegen die Milben, die einen anspringen, wenn man den Stall ausmistet und man sich gegen sie dick mit Olivenöl einschmiert und so weiter, wie schon gesagt, das hat übrigens super gut geholfen. Das ist ein guter Tipp an euch, wenn ihr sowas auch macht. Und ich wollte, dass diese Klamotten noch am selben Tag sofort in die Waschmaschine kommen. Außerdem will ich in meinen normalen Klamotten nicht an diese etwas eklige Aktion mit den Milben nicht dran erinnert werden. Wobei ich muss sagen, der Mensch gewöhnt sich wirklich an alles und ich war schon bei der zweiten Behandlung mit diesem Mittel viel entspannter als beim allerersten Mal. Bei der ersten Anwendung wird nicht nur der gesamte Hühnerstall eingestäubt, sondern auch die Voliere und auch die Hühner, die werden aber per Hand eingestäubt und eigentlich kann man in der Voliere das Puder auch mit der Hand verteilen. Und auch die kleinen Küken kann man mit Kieselgur vorsichtig einpudern. Dazu nimmt man etwas Kieselgur in die Hand und reibt es den Küken und den Hühnern ein bisschen unter die Flügel, am Bauch, auf dem Rücken, in Halsnähe und bei der Kloake. Das mit Zeitungspapier aus. Ich finde, das ist gar keine schlechte Idee für den Sommer. Ich habe jetzt nur unter der Sitzstange die Zeitung hingelegt, wegen der Milbenbehandlung. Man könnte jetzt hier auch noch Zeitung hinlegen und das werde ich auch machen. Und oben auch noch. Guten Morgen, Mädels. Ui, und das sehe ich jetzt erst. Der erste Erfolg von gestern, meinem Kampf. Ich dachte erst, das ist was auch immer, aber das sind tote Milben. Ja, die ersten Toten. Die liegen auch hier auf der Zeitung, das ist noch ein Vorteil. Da sieht man gleich die toten Mistviecher. Wunderbar ist das, finde ich. Also das ist doch genial. Einfach rausnehmen und weg damit. Es ist außerdem ein super Recycling. Diese tolle Idee mit der Zeitung hatte auch jemand von euch schon und ich muss sagen, im Grunde brauchen die auch gar kein besonderes Einstreu im Sommer. Die sind sowieso die ganze Zeit draußen. Die gehen ja da nur zum Schlafen rein. Und jetzt geht's weiter mit zusammengefasst alle wichtigen Infos zum Thema Hühnermilben. Und wer weiß besser darüber Bescheid als Menschen, die beruflich mit Parasiten zu tun haben? Ich habe mit der Firma des Kieselgurs telefoniert und habe jetzt alle wichtigen Fragen dazu beantwortet bekommen, wie und was man gegen diese lästigen Biester tun kann. Und man sagte mir, wer meint, er hätte keine Milben, sieht sie noch nicht oder hat einen geringen Milbenbefall.
Denn wo Hühner sind, sind Milben. Und eine komplett milbenfreie Hühnerhaltung gibt es nicht. Vor allem dann nicht, wenn sie Auslauf haben. Man kann sie aber im Griff haben und das geht, wenn man das Kieselgur nicht nur anwendet, wenn ein bereits starker Befall stattgefunden hat, sondern wenn man es von Anfang an prophylaktisch nach einem Monat oder nach 3 Monaten prophylaktisch regelmäßig anwendet. Den Hühnerstall bestäuben, die Hühner einpudern und etwas Kieselgur in das Sandbad geben. Kein Heu und kein Stroh in den Hühnerstall geben, auch nicht in die Nester und Legenester, denn die Milben können sich gut an den Halmen festhalten und vermehren sich dort am liebsten. Aus diesem Grund bleiben die Nester in meinem Hühnerstall komplett leer und ich sehe, dass die Hühner genauso wie früher, als sie mit Heu befüllt waren, ihre Eier legen. Und bei mir war es so, dass das Legenest, das ich am längsten verwende, hat wirklich nur so gewimmelt vor Milben. Und auch ohne Füllmaterial passiert den Eiern nichts. Sie bleiben genauso heil, wie wenn man Stroh oder Heu im Nest hat. Um die Milben im Griff zu bekommen, auch für die Zukunft daher in den Hühnerstall, Sägespäne oder Sand geben oder ein Sägespäne-Sand-Gemisch oder auch nur Zeitungspapier. Das Kieselgur kann auch nass angewendet werden. Dazu gibt man einfach das Kieselgurmehl in eine Sprühflasche mit Wasser, mischt das Ganze und der Hühnerstall kann komplett eingesprüht werden, von außen und innen, je nach Befall. Bei der Nassanwendung kann er von allen Seiten besprüht werden. Die Wirkung ist, sobald das Wasser weggetrocknet ist, dieselbe wie bei der Trockenanwendung. Vorteil, es dampft nicht so und man kommt auch von außen überall hin mit dem Mittel. Das Kieselgur bleibt im Stall und wirkt nach bis zu 2 Tagen nach Anwendung. Bei starkem Befall einmal die Woche Behandlung wiederholen. So lange, wie man nachts die Milben sieht. Sieht man keine Milben mehr, immer prophylaktisch anwenden, je nachdem ca. alle 1 bis 3 Monate. Ballistolöl, Ballistolöl-Spray, auch Desinfektionsmittel, auch den Hühnerstall frisch kalken, hilft. Kurzfristig, ja. Ich habe die erste Schar an roten Vogelmilben anfangs damit besprüht und auch einige gekillt, ob jetzt mit Ballistolölspray oder mit Desinfektionsmittel. Aber um die Milben, die man anfangs kaum sieht und dann etwas später sieht man wenige, vermehren sich zur warmen Jahreszeit unglaublich rasant. Und ehe man sich's versieht, hat man von einem kaum spürbaren einen starken Milbenbefall. Deswegen ist das Beste, was man gegen Hühnermilben tun kann, ist die konsequente Weiterbehandlung prophylaktisch immer wieder mit Kieselgur. Das war das Wichtigste zu den lästigen Biestern, den Milben. Ich sag ciao für die, servus, tschüss, bis zum nächsten Mal.